Herzlich willkommen bei BFC TV. Erstes Testspiel der U23. BFC Dynamo U23 gegen Hertha 03 Zehlendorf aus der Oberliga. Endstand 0:6. Unser Trainer Dirk Reckewitz. Kurzes Fazit zum Spiel und natürlich auch, wo geht die Reise hin mit der U23 in dieser Saison? Was ist anders? Ja, ich sag mal, insofern ist es erstmal schon ganz gut, dass wir auch in diesen 90 Minuten, glaube ich, in der Anfangsphase und auch in den ersten 45 Minuten ja relativ ganz gut auch in gewissen Punkten kombiniert haben. Wir haben natürlich reichlich durchgewechselt, auch in dem Verlauf des Spiels. Und von der Sache her bin ich erstmal insofern so weit zufrieden, dass wir eine vernünftige Einstellung gefunden haben, dass wir hier nämlich bei so einem Ergebnis auch auseinandergefallen sind, was keine Schande ist, denn viele junge Leute hier auch mit eingebaut im Spiel hier heute auch und von der Sache her, denke ich mal, in der nächsten Zeit und vor allen Dingen auch, sage ich mal, die nächsten Testspiele werden es auch zeigen, dass wir da auch enorm weiter konstanter arbeiten, denn uns fehlen heute auch noch 7 Stammkräfte, die noch urlaubsbedingt verhindert sind und die jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche hier eintreffen und dann, sage ich mal, geht es vom Gerüst her, vom Grundkonzept, sage ich mal, ganz vernünftig und ganz solide weiter. Welche Abgänge hast du mit der U23 definitiv zu verzeichnen? Ja, zu verzeichnen haben wir einen Abgang Julian Graf, was uns ein bisschen, sag mal, auch nach hinten aus ein kleines bisschen wehgetan hat. Aber gut, okay, hat sich für Einheit Bernau entschieden, für die Landesliga Brandenburg soll so sein. Und ansonsten haben wir aber mit David Hahnemann von Sparta Lichtenberg, der dieses Loch ganz gut gefüllt hat und auch, sag mal, hier schon in der ersten Trainingswoche sehr gut eingeschlagen hat. Ansonsten mit Richie Olo, der uns verabschiedet hat nach zu Lichtenberg 47 hin in der Oberliga. Und dann dafür haben wir Rico Abranic bekommen von Dynamo Fürstenwalde, der zurückgekehrt ist nach einer langen Pause bei Dynamo. Und Kevin Hetzel haben wir zu verzeichnen von SV Blau-Gelb aus dem Landesliga-Bereich. Und ich denke mal, dass wir da eine ganz vernünftige, eine ganz gute Substanz hinzubekommen haben. Und mit dem Gerüst, was jetzt noch fehlt von unseren 7 Stammkräften, denke ich mal, dass wir da einen ganz guten, gerüsteten Kader haben für die kommende Saison. Und wo es hingehen soll, sage ich mal, zur neuen Saison, definitiv wollen wir mit Beginn der Saison natürlich gleich von ersten Spieltag an uns hoch motivieren, dass wir mit der Abstiegsregion bzw. nicht nochmal so eine Zitterpartie haben wie in der letzten Serie, sondern dass wir wirklich konstruktiv, sagt man, und sehr konzentriert angreifen wollen und dass wir auch im gesicherten Mittelfeld landen wollen und dass wir hier weiter in der Saison die jungen Spieler hier so weit mit integrieren, dass sie in den nächsten Zeiten und für die Zukunft hier auch gute Kräfte für die U23 sind. Ja, danke Dirk. Erstmal vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.